Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie ihr seht, wir haben heute sehr, sehr viel auszupacken. Und zwar hat sich über die Feiertage so ein bisschen was angesammelt an Paketen. Hab ein bisschen was bestellt für ein paar Sachen jetzt, die jetzt noch anstehen. Ein bisschen Werkzeug auch bestellt etc. Und das lag jetzt alles halt über die Feiertage. Ich habe zwischen den Feiertagen nichts gemacht wirklich. Und jetzt haben wir heute den 3. Ich glaube, heute haben wir den 3. Januar. Also auch der Tag, wo das Video wahrscheinlich noch rauskommen wird. Ich werde es heute Abend versuchen, noch schnell zu schneiden. Und was ich gesehen habe, ich habe meine 1000 Abonnenten auf YouTube geknackt. Also mein Ziel war es eigentlich, bis Ende des Jahres 2019 das hinzubekommen. Gut, mit 3 Tagen Verspätung bin ich aber trotzdem noch vollkommen zufrieden mit dem Ergebnis. Und ja, zur Feier des Tages wollte ich mich erstmal ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Alle die, die ihr meine Videos guckt, kommentiert, mir die Daumen hoch gebt, mich abonniert habt. Vielen Dank dafür schon mal und bleibt ganz bis zum Ende des Videos dran, dann gibt es noch eine kleine Überraschung, denke ich mal. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal los. Wir haben jetzt ziemlich viel, von leicht bis ziemlich schwer. Wir werden uns jetzt einfach mal von oben nach unten durcharbeiten und mal zusammen schauen, was da alles drin ist. Dann werde ich euch noch ein bisschen was dazu erzählen und was dann mit den Sachen auch am Ende dann passiert. So, wir räumen jetzt erstmal hier alles runter, damit man das alles besser sieht. So, und zwar direkt mal zum ersten Paket. Ich weiß gar nicht genau, was da drin ist. Ich kann es nur vermuten. So, viel Pappe. Viel Pappe, viel Pappe. So. Viel Pappe und auch Werkzeug und so ein paar Sachen. Das ist super. Das ist super. Ja, ich glaube, ich muss den Karton doch runternehmen. Und zwar haben wir hier als allererstes, das hat mir schon lange gefehlt, wollte ich immer schon haben, einen Abzieher. So einen fliegenden Hammer mit Abzieher. Und der war jetzt mal im Angebot gewesen, deswegen habe ich mir den dann auch mal bestellt. Hat echt nicht viel gekostet. Recht massives Teil. Boah. So, hier könnt ihr es sehen. Das ist so ein Radlagerabzieher mit so einem fliegenden Hammer. Das ist wirklich schwer. Ich habe allein das Ding wiegt bestimmt 4 Kilo oder so. Mit Gewindestange hier unten. Mutter und im Prinzip den der Kralle, wo man halt dann auf die Radnarbe gehen kann, befestigen kann und dann im Prinzip die Radnarbe abschlagen kann. Braucht man immer mal wieder, kostet nicht wirklich viel. Ich verlinke euch das Teil mal in der Videobeschreibung, falls ihr Interesse dran habt. Und ja, das werdet ihr auf jeden Fall in der nächsten Zeit auf jeden Fall einmal sehen. Zur Seite damit. So, dann geht es weiter. Von BGS habe ich mir geholt. Kotflügelschoner. Ich habe mir 2 Stück davon sogar bestellt, weil das doch immer angenehmer ist, mit Kotflügelschonern zu arbeiten, wenn man sich halt mal über Fahrzeuge drüber beugen muss. Sieht im Prinzip so aus. Sehr schnieke. Schöne Größe auf jeden Fall mit Magneten hier drin. Das heißt, die sind magnetisch, die halten dann auch auf Metallkotflügeln. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig, weil wenn ihr jetzt einfach nur so einen Lappen habt, den ihr da drüber hängt, der rutscht halt immer wieder runter und das ist halt ein bisschen blöd auch, ne? So, das ist der eine. Und hier ist dann auch der zweite dafür. So, die werde ich mir in meinen Schrank, glaube ich, dann reinlegen und dann bei Bedarf
kann ich mir dann immer rausholen. Ich habe es auch früher schon immer gemocht, mit Kotflügelschonern zu arbeiten, weil das gibt halt einem so ein Gefühl der Sicherheit dann auch, dass man halt wirklich das Auto nicht verkratzt, wenn man sich auch mal vielleicht unüberlegt mal drüber beugt oder so. Deshalb, das hier einmal dann zur Seite. Die Nummer seht ihr hier. Falls ihr daran Interesse habt, könnt ihr danach suchen. Aber verlinke ich euch auf jeden Fall auch einmal. Dann geht's weiter. Fettkreide. Jetzt besonders in der Zeit, wo ich hier die ganzen Radwechsel gemacht habe, für die ganze Familie, war das echt ein bisschen nervig, weil ich keine Fettkreide hatte. Ich hatte irgendwie so eine Markierungskreide gehabt, die hat aber auf Reifen nicht gehalten. Und das hat mich echt aufgeregt. Ich musste dann immer mit dem Klebeband und so arbeiten. Und jetzt habe ich mir endlich mal so eine Fettkreide einfach mal bestellt, um halt Reifen zu markieren oder überhaupt irgendwelche Sachen zu markieren, weil die Fettkreide, die funktioniert überall, die funktioniert auf fast allen Oberflächen. Ja, muss man haben auf jeden Fall. So, weiter geht's. So, ein etwas größerer Koffer. Ein Radlagerwerkzeug. Radlagerwerkzeug zum Aus- und Einpressen von Radlagern ist auch gerade ein aktuelles Thema, deswegen habe ich mir das jetzt extra mal gekauft. Ich hatte mal eins, aber ich weiß nicht, wo das hin ist, deswegen musste ich mir jetzt ein neues bestellen. Und ja, hier sind mehrere Adapterstücke dabei, Pressstücke, Hülsen, Druckstücke, paar Gewindestangen und einmal hier das Hauptteil der Gewindestange. Sehr leichtgängig auf jeden Fall und eine sehr massive Ausführung. Ja, ein sehr grobes Gewinde auch, also nicht so wie bei manchen anderen, wo das einfach nur so eine dünne Schraube ist. Ich hoffe, das Ding hält, das ist irgendwie, weiß ich nicht, vom Durchmesser her M18 oder sowas. Sieht auf jeden Fall sehr massiv aus. Viele kleine Adapterstücke. Ich habe ein Radlager habe ich auch im Paket mit drin. Dann gucken wir direkt mal, ob die Adapter auch wirklich passen. Das suche ich jetzt einmal dazu. So, hier haben wir einmal das Radlager. Das ist für den Golf. Das werden wir in Kürze einmal austauschen. Ne, mit den Schrauben, die man braucht, also die Zentralschraube. Hier haben wir den Sicherungsring dabei. Und wir können jetzt hier mal gucken, ob dieses Radlager hier irgendwo reinpasst. So, hier passt das gut rein. Und dann brauchen wir ein passendes Druckstück zum wieder reinpressen. Ja, das könnte passen. Ja, das passt sogar perfekt. Also da haben wir sogar ein perfektes Druckstück, um das wieder einzupressen. Und hier im Prinzip zum Auspressen die Hülse. Tief genug auch auf jeden Fall, damit das Radlager auch komplett rauskommt. Das ist super. Packen wir direkt mal wieder zur Seite. Ja, wie gesagt, zwei Radlager sind auf jeden Fall mit im Paket. Die werden wir dann auch austauschen. Dann haben wir hier noch, ich mache hier mal zu. Das haben wir hier beiseite. Dann haben wir hier einmal Bremsbeläge. Die werden wir tauschen. Dann natürlich die passenden Bremsscheiben dazu. Wie gesagt, dann einmal die Radlager. Und dann sind wir mit dem ersten Paket schon durch. Gehen wir direkt mal ins nächste Paket. Das hatte ich schon ausgepackt gehabt. Das kam per Amazon. Und zwar befinden sich hier drin Sicherungsringzangen. Ne, für Außen- und Innensicherungsringe. Meine ist mir letztens kaputt gegangen. Ich hatte so eine hier gehabt. Und ja, die habe ich jetzt günstig bei Amazon bestellt. Die haben jetzt, glaube ich, 17 Euro gekostet oder sowas. Für 4 Stück. Sagen wir mal so, wenn sie ein paar
Reparaturen durchhalten, ist das vollkommen in Ordnung. Aber die sehen recht stabil auch aus. Also die scheinen ganz vernünftig verarbeitet zu sein. So dass man damit wahrscheinlich ein paar mehr Sicherungsringe tauschen kann auch. Beziehungsweise, wofür braucht man die noch? So für Radlager etc. halt, ne? In so einer kleinen Tasche kann man sich dann irgendwo hin tun. Ich weiß nicht, ob ich die in der Tasche lassen werde, weil ich gerne alles im Werkzeugwagen habe. Naja, gucken wir mal. So, hier haben wir ein Paket. So, das liegt auch schon länger bei mir rum. Und zwar Pendelstützen, also Koppelstangen. Und zwar sind das die Koppelstangen für mein BMW. Ich habe da letztens gemerkt, dass bei einer die Staubschutzmanschette gerissen ist. Deswegen habe ich mir die mal eben schnell bestellt. Die werden noch ausgetauscht, weil das Fahrzeug muss in Kürze zum TÜV. Und dafür muss das auf jeden Fall passen. Die für hinten, die werden auch ausgetauscht. Die habe ich im Kofferraum liegen. Ja. Pendelstützen vorne, hinten. BMW kommt auch neu. Dann habe ich hier einmal, habe ich jetzt gesehen, Gutscheincode für ATP. Da einmal hier den Gutscheincode. Und einmal für hinten nochmal einer. Gönnt euch, wenn ihr was bestellen wollt. Könnt das machen bei ATP, habt ihr jetzt den Gutscheincode, ich werde ihn nicht benutzen. Und ja, wer zuerst kommt, mal zuerst, glaube ich. Ich weiß auch nicht, ob der wirklich nur einmal mit dem Code ist oder ob der Code mehrfach verwendbar ist. Müsst ihr ausprobieren, wenn nicht, dann nicht. So, dann geht's weiter. Was haben wir hier Feines? Oh ja. Ein Bremsflüssigkeitsentlüftungsgerät, Bremssystementlüftungsgerät. Mit einem schönen weichen Schlauch auch. Es ist auch keine Normalität bei den Dingern, dass die Schläuche so schön weich sind. Habe ich mir bestellt, weil das Ding gerade im Angebot gewesen ist. Dafür habe ich jetzt ungelogen 18,99 bezahlt. Kosten normalerweise um die 40 Euro die Dinger. Funktionieren hier im Prinzip über Druck. Da ist ein Manometer drauf. Hier ist Überdruckventil. Und ja, man füllt hier ganz normal die Bremsflüssigkeit ein. Hat hier halt im Prinzip den Adapter. Da ist die Flasche für die Bremsflüssigkeit, die dann rauskommt. Und ja, man pumpt Druck aufs System. Kann ganz normal die Bremse entlüften, ja, und das halt auch ohne Druckluftanschluss. Das war mir persönlich wichtig. Ich habe keine Lust, dass der Kompressor ständig hier laufen muss wegen jedem Firlefanz. Deswegen finde ich, ist das hier eine vernünftige Lösung für meinen Bedarf. Wird in Kürze wahrscheinlich auch benutzt werden, weil ich bei meinem 5er auch mal die Bremsflüssigkeit wechseln wollte. Deswegen habe ich es mir auch hauptsächlich bestellt. Hilft auf jeden Fall ungemein, weil man ist halt meistens auch alleine hier in der Garage und ohne einen zweiten Mann kriegt man eine Bremse nicht gescheit entlüftet. Deswegen das hier sehr, sehr cooles Gadget. Nächstes Paket. So, hier. Zack. Uff, oh, schwer. Und zwar haben wir hier nochmal einen kompletten Radnabel mit Radlagersatz und sogar passenden Schrauben.
So, komplettes System mit hier dem Induktionsring für die ABS, Radlager und Radschrauben. Kommt in Kürze dann auch ein Video zu für beide Seiten direkt, deswegen seid da auf jeden Fall gespannt und schaltet entsprechend ein. So, und dann sind wir schon beim letzten Paket angelangt. Und zwar, was haben wir hier? So, gucken. Bremssattel. VW Golf-Krankheit, beziehungsweise VW Allgemeinkrankheit. Hintere Bremssättel, die fest werden. Davon gibt es zwei neue. Und werdet ihr dann auch natürlich in Kürze sehen. Davon habe ich zwei Stück auch. So, dann geht es weiter noch. Haben wir hier eine Magnetschale für Schrauben etc. Nüsse. Ist magnetisch von beiden Seiten. Einfach nur, weil man ja natürlich ständig irgendwie was abschrauben muss, irgendwelche Schrauben, und die immer irgendwie auf den Boden legt oder in einen Wasserkasten oder sowas. Deswegen habe ich mir die bestellt, die war ganz günstig. Ich glaube, die hat nur nicht mal 10 Euro gekostet von BGS. Und ja, habe ich mir deswegen direkt mitbestellt. So, und zu guter Letzt habe ich hier wieder mal einen neuen Diagnosetester. Ganz günstig ersteigert, Launch CRP 123, den habe ich mir bestellt, ist im Prinzip auch so ein Handheld-Gerät, was kann er denn auslesen? Motorgetriebe, ABS und Airbag und kann auch Messwerte anzeigen, sowie halt Live-Daten auslesen. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie gut das Teil wirklich ist, ob der vernünftig arbeitet. Ja, Update habe ich schon drauf gemacht, und zwar ist hier nämlich so ein Guide dabei, wie man das Teil halt updatet auf den neuesten Stand, die neuesten Fahrzeuge reinbekommt und die neuesten Daten. Das habe ich zu Hause schon gemacht, und zwar funktioniert das über so einen USB-Stick, wo man eine Speicherkarte reintut, und die Speicherkarte kommt dann später hier rein. Das war ganz easy. Am Fahrzeug selber habe ich es noch nicht ausprobiert, das werden wir dann auch in Kürze machen. Ja, das war es auch schon soweit. Kommen wir noch kurz zu der Überraschung, die ich angekündigt habe. Und zwar als Dank dafür, dass so viele Leute meine Videos verfolgen, so vielen Leuten meine Videos auch gefallen. Und ja, will ich einfach gerne mal was zurückgeben. Und zwar werde ich in Kürze, nachdem ich das Teil hier getestet habe, den C-Reader von Launch, den CRP 123, werde ich verlosen. Näheres hierzu wird dann in einem separaten Video auf jeden Fall kommen, wo ich die Verlosung einmal komplett benennen werde, was da Teilnahmebedingungen etc. und sowas. Und ja, seid gespannt, bleibt auf dem Laufenden, abonniert den Kanal, nehmt die Glocke aktiv, damit ihr auf jeden Fall benachrichtigt werdet, sobald das Gewinnspiel an den Start geht. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Seid gespannt, da wird jetzt in nächster Zeit hier einiges passieren. Es gibt ein paar neue, coole Videos dann, sehr interessante Videos mit interessantem Werkzeug. Und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wie gesagt, bleibt auf dem Laufenden, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.